Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Spirit Tracks. Wir sind gerade hier mit dem Zug unterwegs, auf dem Weg zum Feuertempel, denn wir haben da erfahren, dass wir jetzt, um da überhaupt reinkommen zu können in den Feuertempel, dass wir dafür drei Schlüssel erst brauchen, die irgendwelche Monster bei sich haben, und diese Monster müssen wir erstmal besiegen. Ah. Okay, gefunden. Schon mal gut. Dann, ich muss bei denen... Okay, mir werden auch die Routen von denen angezeigt. Ich muss bei denen in der Nähe sie nicht abschießen anscheinend, sondern ein Geräusch machen, ein lautes. Und zwar in einer gewissen Abfolge. Und zwar erst einmal kurz und dann einmal lang. Also tut, tut. So ungefähr. Ich hoffe, das werde ich gleich hinkriegen. Da ist schon der erste. Kommt eigentlich genau in meine Richtung. Okay, und dann kann ich ihn abschießen. Schätze ich. Nee, doch nicht. Oder war ich jetzt zu langsam? Weiß ich nicht. Oh Gott, das wird auch nervig. Ich muss noch dann genau gucken, wie es funktioniert. Also hier ist dann der Feuertempel. Können wir sogar vielleicht schon heute damit anfangen, wenn es jetzt nur noch darum geht, diese Viecher da zu fangen. Aber schauen wir mal. Ich muss am besten ihnen halt den Weg abschneiden. Weil die sind, glaube ich, ungefähr gleich schnell wie ich. Und dann nochmal gucken, wie das gleich funktioniert. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das wirklich richtig gemacht habe. Mit dem Tuten. Es kam ja dann böse Musik, wo der in meiner Nähe war. Ah, vielleicht... Nee, immer fahren wir mal hier rum. Oder? Nee, und doch den Weg. Aber ich will dem einen gleich den Weg abschneiden. Genau, das dürfte passen. Ich komme den gleich in die Quere, dem einen. Ich fahre dann sogar mal langsam, wenn ich gleich bei dem bin. Ja, ich kann sogar eigentlich jetzt schon fast stehen bleiben, weil der kommt genau in meine Richtung, nämlich. Ja, ein bisschen noch... Okay, jetzt warte mal kurz. Hallo? Wenn ich ihn jetzt abschieße? Das geht nicht, ja? Okay. Vielleicht muss ich ihn doch einfach abschießen, wenn er bei mir in der Nähe ist. Glaube ich eigentlich nicht, ehrlich gesagt. Weil mir wurde da was anderes mitgeteilt. Ah ne, halt linksrum. Ja genau, linksrum passt, ja. Aber, ich weiß nicht, ich habe das jetzt... Ich finde schon, dass ich das eigentlich richtig gemacht habe. Irgendwie, mit dem Tuten. Ja, da kommt mir halt gleich wieder entgegen. Ich warte mal, bis er bei mir ist und bis die böse Musik kommt. Und dann werde ich mal versuchen, ihn abzuschießen. So, hi. Ne, abschießen geht definitiv nicht. Ah, jetzt hat es doch funktioniert. Okay, bam. Das war aber jetzt trotzdem komisch, weil der wurde schon benommen. Der lebt sogar noch. Oh nee, kann er mir den Schlüssel auch wieder klauen? Das wäre ja richtig doof. Hoff mal nicht. Okay, auf jeden Fall, der war schon benommen, hatte ich das Gefühl zumindest, beim ersten Mal tut, wo ich nur kurz gemacht habe, wo ich den langen noch gar nicht eingesetzt habe. Also irgendwie ist das schon ein bisschen komisch. Und ja, der verfolgt mich jetzt, der ist sogar schneller als ich. Ja, fantastisch. Ja, okay, doch nicht, der fährt jetzt einfach irgendwo entlang. Ah, da wollte ich gar nicht entlang fahren, scheiße. Wartet. Nee, so rum. Ah, nee, okay, jetzt kommt mir aber der eine entgegen. Das ist eigentlich ganz gut. So, nimm mal den anderen Weg, dass ich richtig rum zu dem stehe. Okay. So, hi. Hallo. Ja, bemerke mich. Jetzt ist der einfach abgehauen. Ich war doch... Warum hat der jetzt... Die anderen sind immer hergekommen dann. Wenn ich sie im Blick hatte. Mann, ey. Hm.
Okay. So, tschüss. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das wirklich richtig mache mit dem kurz und lang, aber es funktioniert ja anscheinend. Deswegen wird das schon passen. Ich wollte wieder andersrum fahren eigentlich. Mann, ey. Oh Gott, das ist echt schwierig, die hier zu erwischen, weil es einfach so verwinkelt ist, alles. Da jetzt wieder rechts rum, dann werde ich wieder zu einem anderen gleich hinkommen. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn ich gegen zwei auf einmal quasi kämpfen muss. Dann werde ich da vielleicht Probleme haben. Aber das wird schon. Ich muss jetzt erstmal wieder den einen abschütteln wahrscheinlich gleich, weil der ist schon ganz in der Nähe. Ja, okay, da geht ein anderer Weg. Ist gut. So. Ich bin leider sogar ein bisschen langsamer als der. Oder bin ich... Oder ungefähr gleich schnell. Aber ich bin auf jeden Fall nicht schneller als er. Also hinterher fahren bringt eigentlich gar nichts. Ja. Okay, aber er kommt wieder in meine Richtung. Oh, ist das kompliziert. Hey. Jetzt kommt der andere dafür auch wieder her. Ja. Okay. Tschüss. So, jetzt du. Hi. Das war doch. Ich hab's doch gemacht. Das war kurz und dann lang. Mann. Hätte ich das... Na, ich weiß nicht, was jetzt falsch war, weil bei dem einen, der mich verfolgt, dem ich den Schlüssel schon abgeduxt habe, bei dem klappt's ja jedes Mal. Oder ist es so, dass die alle verschiedene Timings quasi haben? Nee. Ja, bei dem funktioniert's. Irgendwie, ohne Probleme. Ich glaube, ich werde gleich schon wieder schneiden, weil das mir wieder ein bisschen zu lange dauert. Ein bisschen probiere ich es noch mit euch. Ja, passt. Geradeaus und der eine kommt mir gleich wieder in die Quere. Ja, nee, nicht ganz. Ja, da muss ich auch wieder den Weg abschneiden. Der andere ist erstmal wieder im Weg, wie immer eigentlich. Der eine Typ, der mich immer verfolgt, kommt da gleich wieder. So, hi. Kann er mal irgendwann sterben auch mal, anstatt nur betäubt zu sein? Zack, zack. Ja, bei dem klappt es ultra einfach. Warum bei dem anderen nicht? Ich check das nicht. Ist jetzt hier links rum auf jeden Fall. Vielleicht muss ich ihn doch zuerst einmal abschießen. Versuchen zumindest, weil das habe ich ja bei dem anderen, beim ersten auch gemacht, wo er seinen Schlüssel noch hatte. Dass ich versucht habe, ihn einmal abzuschießen, dann ist er ausgewichen und dann habe ich getutet. Vielleicht ist das der Trick. So. Hi. So, einmal schießen, ausweichen und dann... Ah. Okay. Das ist aber ziemlich fies, finde ich. So. Jetzt werden mich aber halt beide verfolgen. Der ist schon wieder da, der andere. Nein, ich hab doch... Oh, Mann. Okay, aber er klaut mir wenigstens keine Schlüssel. Das habe ich nämlich eigentlich gedacht. Macht mir halt Schaden. Was jetzt auch nicht so toll ist. Aber besser als Schlüssel klauen. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob hier überhaupt Hasen vorkommen in dem Gebiet. Aber es kann sein, dass hier eigentlich schon welche sind, dass die aber erst auftauchen, nachdem ich das ganze Gedöns hier gemacht habe. Das kann sogar gut sein. So, jetzt kommen sie aber wieder. Das ist halt nicht so einfach, weil ich muss halt gegen die kämpfen. Ah, hier ist übrigens einer. Aber trotzdem auch währenddessen auf meine Route achten. Und das ist schon ein Feuerhase. Also es gibt Feuerhasen. Fuck. Ja, halt doch mal an. Scheiße. Oh Gott. Müssen wir das auch noch markieren? Wo bin ich gerade überhaupt? Ich erkenne gar nichts mehr. Ja, da. So, okay. Ja, jetzt kommt nämlich wieder der eine. So. Tschüss. Linksrum hätte ich eigentlich gemisst. Fuck, Mann. Das ist halt echt richtig nervig, hier mich währenddessen... Welcher von denen ist eigentlich der mit dem Schlüssel? Mich da währenddessen auf die Typen zu konzentrieren und auch noch die Route richtig zu machen. Aber okay, ich sehe, wer es ist. Der ist halbwegs in meiner Nähe sogar. Aber ich kann ihm jetzt nicht so richtig den Weg abschneiden, glaube ich. Oh Gott. Das wird Spaß. Noch.
Aber wir schaffen es trotzdem in diesem Part in den Tempel rein. Das werde ich jetzt wohl hinkriegen. Also, weil ich den noch habe, dann war es das ja. So, ein Typ verfolgt mich schon wieder. Jetzt dann gleich will ich auf jeden Fall nach links. Genau, ist aber auch schon automatisch eingestellt. Dann nach rechts. Nee, dann will ich nach links eigentlich. Ich muss mich jetzt eben zuerst wieder um den kümmern. Jetzt hat sogar einmal gereicht. Wo ist er? Was? Weg. Nein, ich habe wieder andersrum abbiegen müssen. Mann, boah, ist das scheiße, ey. Wo ist der jetzt eigentlich? Okay, da ist er. Ich sehe ihn. Der andere mit dem Schlüssel. Und ich fahre ihm jetzt genau entgegen. Okay. Da hier links rum. Okay. Und dann haben wir es hoffentlich gleich geschafft. Sollte er erst einmal abschießen. Hi. Und dann... Zack. Gut. Huiuiui. So, bleiben die jetzt hier noch? Oder verschwinden? Ne, die bleiben hier noch. Da ist noch ein Hase. Okay. Kriegt... Die eine liegt noch da. Ich sehe den gar nicht. Ist eine Riesenfläche. What? Oh Gott. Das war nur Luck. Das war nur Luck. Okay, passt aber. So, jetzt muss ich halt zum Tempel noch irgendwie hin. Ohne getötet zu werden von den Viechern. So, rechts rum passt. Ne, jetzt rechts rum wieder. Aber wir sind jetzt gleich da. Dann haben wir es. Ist aber schon echt ziemlich aufwendig, da hinzukommen. Aber ich habe es trotzdem schneller geschafft als zum Beispiel bei der Meeresküste. Mit den drei Steinen, die ich da aktivieren musste. Da habe ich noch viel länger gebraucht. Geht also eigentlich noch hier. Links. Ne, links muss ich gleich hin. Links. Ja. Noch. Nein, den habe ich gar nicht gesehen. Mann. Scheiße. Weg. Nein, jetzt verschwinde halt. Ciao. Links passt. Okay, gut. Huiuiui. Aber ich meine, wir können auf der Karte sehen, das sind zwar schon sehr viele Schienen, aber es ist auch noch sehr, sehr viel Platz für weitere Schienen. Also da werden bestimmt noch sehr viele auftauchen, wenn ich noch weitere Forstkristalle mir hole. Aber jetzt erstmal dann der Feuertempel. Ich frage mich, ob das wirklich schon der letzte Dungeon ist. Also nicht so richtig, weil ich meine, beim Turm der Götter wird es ja auch noch einen weiteren Abschnitt geben. Ich habe schon häufig davon gesprochen, dass der vorherige Turm der Götter Abschnitt der letzte wäre. Aber jetzt, wenn ich das hier mache, den Dungeon, dann setzen wir auch das letzte Teil oben drauf. Und da kommt halt dann nochmal ein weiterer Abschnitt davon. Aber ich frage mich, ob das wirklich der letzte reguläre Dungeon hier schon ist oder ob es noch weitere geben wird. Mal schauen. Wie kann man in dieser Höhe nur solch einen Tempel bauen? Lass uns schnell die Schienen erneuern und dann zurück zur Schiene fahren. Okay. Ja, schnell. Das wird schon ein bisschen dauern, glaube ich, der Dungeon. Aber wir können zumindest heute anfangen. Vielleicht kommen wir schon bis zum Dungeon-Item. Mal schauen. Ich vermute einfach mal Bogen, weil es gibt noch einen Bogen, das weiß ich. Weil es auch einen Köcher gibt, einen größeren, den wir bekommen. Und deswegen müssen wir den irgendwann bekommen. Und das könnte hier der Fall sein. Mal schauen. Wir finden ja noch zwei Items aber, ne? Das spricht natürlich eigentlich dafür, dass es noch einen weiteren Dungeon dann geben wird. Keine Ahnung. Mal schauen. Andere Musik übrigens. Das ist cool. Passt auch zu einem Feuer-Dungeon. Das gefällt mir sehr. Finde ich trotzdem komisch irgendwie, dass die anderen Dungeons alle dieselbe Musik hatten und nur der hat eine eigene Musik bekommen. Finde ich ein bisschen komisch. Aber ich finde es cool. Ich freue mich drüber. Weil die andere Musik hätte auch hier wirklich nicht so gut gepasst, muss man auch wirklich sagen. Das ist schon gut so. Die ist cool sogar, die Musik. Gefällt mir. Das gefällt mir aber nicht. Oh Gott. Ne? Okay. Ein paar Geschicklichkeitspassagen. Ja, verdammt. Okay, passt aber. Karte ist auch übelst kompliziert. Hier ist erstmal ein Kampfraum. Gegen Skelette. Wahrscheinlich muss ich da Bomben benutzen, wenn sie am Boden liegen. Rutsch schon mal aus. Ja, komm. Ja, toll. Boah, ich nehme voll viel Schaden gegen die. Alter. Kann man bestimmt irgendwie besser besiegen. Ja, komm jetzt. Machen wir noch... Ah, nee, ich muss gar keine Bomben benutzen. Okay, ja gut, dann hätte ich eine Fernwaffe benutzen sollen. Peitsche. LOL.
Okay, Peitsche ist OP. Gegen die. Hätte ich schon früher austesten sollen. Ja, das ist ja häufig bei so... Ich weiß nicht, ob das Stahlfosse jetzt waren, die Gegner, aber bei Stahlfoes ist es häufig so in Zelda-Spielen, dass man die halt kaputt schlagen muss und dann liegen sie am Boden rum und bevor sie sich wieder aufrichten können, muss man halt sie mit einer Bombe endgültig töten. Und ich dachte, das wäre jetzt bei denen auch der Fall, aber anscheinend nicht. Notiere dir die Hinweise zu deinen Füßen. Sie helfen dir in einem ähnlichen Raum. Okay, das sind Falltüren, oder? Sind es Falltüren? Ja, ich wollte es trotzdem einmal austesten. Moment. Okay. Hier durch, hier hoch. Dann könnte man hier hin. Oder man geht hier hin. Ja. Okay, passt. Wo gehe ich jetzt denn jetzt hin? Ach komm. Nehmen wir mal den Weg hier. Keine Ahnung, ob der besser ist. Oh. Was ist das? Das sieht alt aus. Kann man damit fahren? Eine Lore. Ach Gott, ey. Moment. Muss wieder kurz abstecken. Erstmal wieder kurz ein Liedchen. Auch wenn mir das eh nichts bringt. Aber ich will es trotzdem machen. Weil vielleicht sagt mir doch mal irgendjemand was anderes. Als nur die Truhenanzahl. So. Dum, 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 dum. So. Hi. Boing. So, Truhenanzahl. Nope. Kann ich damit fahren? Ja. Das ist ziemlich cool. Erinnert mich ein bisschen an einen Dungeon aus Minish Cap. Da gab's auch einen Dungeon, wo man mit so Loren entlang fahren musste. Der war auch ziemlich cool. Ach, okay, jetzt sehe ich das auch. Die Schienenbahnen sind sogar auf der Karte auch verzeichnet. Okay, und Schlüssel gibt's hier. War also schon mal gut, dass wir hier zuerst hingekommen sind. Okay. Und während meiner Lorenfahrt, also es gibt den Bogen hier. Und während meiner Lorenfahrt muss ich dann nämlich Sachen abschließen. Das call ich jetzt schon. Das wäre auch cool. Okay. Dann jetzt hier. Ne? Ach Mann, ich bin so schlecht. Hier entlang. Okay, halt. Zack. Was ist das denn? What? Was ist das denn für ein Ding? Bombe? Vielleicht? Hä? Oder ist es doch was anderes? Ist doch kein Bogen. Ein Hammer könnte es dann auch sein und ich kann diese Platte hier in den Boden reinhauen und dann passiert irgendwas. Hammer würde auch zu einem Feuer-Dungeon eigentlich besser passen als ein Bogen. Ich habe sogar die Wahl übrigens, das ist ja interessant. Aber bei beiden ist ein Schalter dahinter. Ja, der ist interessant bisher, der Dungeon. Gefällt mir. Zack. Ja, ich muss mich beide auf einmal aktivieren. Das dachte ich mir schon. Aber ist da rechts noch irgendwas? Ja, stimmt, da habe ich ja schon geschaut, ein Block. Und was ist das am Boden eigentlich für ein komisches Ding? Husten? Ne, okay. Ich dachte, da hätte sich... Also ein bisschen Lava fließt darunter von dem Ding. So ein Mini-Vulkan oder so ist das. Ja, was ist das denn für eine komische Platte, Mann? Kann ich die verschieben? Mit Wind? Ja, komm. Nee. Ja, das müsste ich verstehen, was man mit der Platte anfangen kann. Lied spielen? Nee. Ach so, oh Mann, ey. Okay. Zack. So. Ja, und daneben springen erstmal. Vielen Dank. Mann, ey. auf dem Block kann ich ja nicht drauf. Ja, ich kann nur verschieben. Ja, halt. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Achso, nee, wie mache ich denn? Ja doch, ich muss ihn sogar nach hinten zurück. Genau. Weil ich will natürlich hier hin. Nein. Komm, Link. Ach, Link jetzt. So, nach oben. Und jetzt da dagegen, dass ich da durchkomme. Genau. So.
Sehr schön. Schön zumachen. Oder so. Passt auch. Ah, und hier ist der ähnliche Raum. Okay. So, der ist jetzt spiegelverkehrt. Ja, zur Truhe komme ich gleich hin. Da komme ich zu dem hin. Ja, da kann ja gar keine Falltür sein. Ja. So, Moment. So viel Pusten schon wieder. Ich bin mir erstmal unsicher, ob rot-blau oder blau-rot. aber okay. So. Hi. Boing. So, nope. Okay. Wo bin ich jetzt? Da bin ich, genau. Nach links rüber. Und nach unten. Dann erstmal. Ich weiß nicht, ob das sicher ist. Da, das habe ich mir nicht markiert. Es muss aber eigentlich sicher sein, weil ich kann ansonsten zur Truhe gar nicht hinkommen. Ja, okay. Aber über der Truhe ist halt eine Falltür. So, Geld. Ich gehe mal erstmal wieder hier hin. Da kann ich jetzt wieder ein bisschen Lore fahren wahrscheinlich. Genau. Nein, ich wollte doch gar nicht runtergehen. So, Moment. Aber der Krug ist wieder da und ich kriege kein weiteres Herz. Schade. Na gut, egal. Ich werde noch safe irgendwas während den Fahrten machen müssen. Okay, ich verstehe. Geht es jetzt? Ja, okay. Jetzt habe ich nämlich die Weichen geändert. Und jetzt kann ich woanders hinfahren. Okay? Dum, dum, dum. Führt die andere jetzt ins Leere? Übrigens. Ah, das geht auf Zeit? What? Och. Ich weiß nicht, ob ich das geschickter mit einem anderen Item aktivieren kann. Ich glaube, die Peitsche kann doch keine Schalter aktivieren, oder? War das nicht so? Bumerang ist halt ein bisschen langsam. Ja, das schaffe ich nicht rechtzeitig. Warte mal kurz. Dreht sich der wirklich mit der Zeit zurück? Oder nur dann, wenn ich daran vorbeifahre an der Stelle? Oder... Ja, das mit dem Bumerang, nee, das klappt nicht. So, bleibt's jetzt? Vielleicht. Schau mal kurz. Nein. Okay, ja, ich müsste sogar den auch noch treffen, weil der zeigt aktuell nach unten. Da links oben komme ich dann irgendwie hin. Es geht wirklich auf Zeit einfach nur, oder? Aber kann ich es nicht schaffen, dass ich einfach von hier aus dann schon den aktiviere? Na komm! Ja, das reicht nicht ganz. Nee. Okay, einmal will ich es noch probieren. Ich probiere mal doch nochmal die Peitsche. Ich glaube eigentlich nicht, dass die Schalter überhaupt aktivieren kann, aber ich teste mal. Ah doch, okay. Okay, dann Peitsche. Nein, da wäre der Truhe gewesen. Nein! Okay, muss ich gleich nochmal machen. Erstmal hi. Peitsche. So, zack. Tot. Bam. Gut. Aber so dringend brauche ich einen Bogen eigentlich gar nicht mal. Weil wir haben schon mit der Peitsche auch eine brauchbare Fernwaffe. Könnte auch besser sein, aber ist dennoch ganz okay. So, die andere Truhe muss ich natürlich auch noch haben. Ist klar. Ja, der hat sogar nach unten... Ja, stimmt, der zeigt das sogar standardmäßig nach unten. Genau, also ich darf nur den ersten treffen gleich. Den zweiten aber nicht. Genau, okay. So. Gut. Mhm. Und? Dididim, Bienenlarven. Yay. Dankeschön. Okay. So, genau, jetzt habe ich den zweiten Schlüssel auch. Jetzt kann ich den auch einsetzen. Am Anfang kann beide Schalter aktivieren und komme dann damit weiter. Ja. Okay, also den Anfang vom Dungeon haben wir schon mal halbwegs gemeistert. Ja, stimmt, da oben war ich jetzt noch gar nicht. Was ist da noch? Achso, nur der Rückweg, genau. Okay, passt. So, dann einsetzen. Mhm. Und... aktivieren. Ach komm. Mann ey.
So. Okay, dann vermute ich eigentlich, dass das Dungeon-Item schon nicht mehr so weit weg ist, vielleicht. Obwohl ich aber noch immer keine Ahnung habe, weil ich habe eigentlich noch nichts. Hi. noch nichts gesehen. Also noch keine Augenschalter oder so, was für einen Bogen oder auch für irgendein anderes Item sprechen würde. Diese eine Platte da, wo ich dachte, dass man dann den Hammer vielleicht benutzen könnte, war ja jetzt auch doch ganz anders. Also keine Ahnung, ich wollte gucken, ob da oben was ist. Hallo? Nee, okay. So, erstmal, was muss ich jetzt gegen dich machen eigentlich? Bumerang ist es nicht. Peitsche. Hat Schaden gemacht, glaube ich. Das wird aber auch 100 Jahre dauern, weil die macht ja echt nicht so viel Schaden. Das macht Schaden, ja. Ja, Bomben. Achso. Ah. Okay, verstanden. Na komm. Warte mal kurz. Also schon Peitsche. Und dann halt richtig abtimen. Jetzt. Geh weg, Link, geh weg. Ach komm, das war doch ein Treffer. Ja, die braucht ziemlich lange. Jetzt aber. Gut. Okay, ja. Nicht allzu schwierig. Das ging. Und wir kommen weiter. Aha. So, ich weiß echt nicht, was es jetzt ist. Weil ich hab... Okay, jetzt wurde es mir doch gespoilert. Da haben wir Augenschalter. Yay, Bogen. Was für eine Überraschung. Berühre den Touchscreen zum Ziehen und lass los, um einen Pfeil abzufeuern. Halt den Touchpad auf dem Touchscreen, um weiter sehen zu können. Okay. Ich meine, eigentlich war es schon zu erwarten, weil wir haben ja im Goronendorf auch eben den Köcher gefunden. Oder halt hätten wir uns kaufen können, den großen Köcher. Und deswegen war es eigentlich zu erwarten, dass das nächste Item, was wir kriegen würden, dann eben der Bogen sein würde. Okay. Aber dann würde ich jetzt erstmal sagen, was hier für diesen Part von Let's Play The Legend of Zelda Spirit Tracks. Beim nächsten Mal wird es dann hier im Feuertempel noch weitergehen, der bisher einen echt coolen Eindruck macht. Coole Musik vor allem auch und auch wieder coole Rätsel und sowas bisher. Mit dem Bogen können wir vor allem beim nächsten Mal auch abgehen, haben eine richtig starke Fernwaffe damit. Mit 20 Schuss immerhin schon. Und mal gucken, was wir dann damit hier noch alles erleben werden. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal.